Wer Rosen liebt, aber keinen Platz mehr im Beet für neue Rosen hat, kann Rosen auch in eine neue Dimension wachsen lassen. In die Höhe. Als Kletterrosen. Bei mir geht es immer um den Garten und heute um die Kletterrose und die Zaunrübe. In die Höhe wachsen zwar alle anderen Rosen auch erst einmal hin, aber Kletterrosen können dabei Höhen von bis zu 10 Metern erreichen. So hoch wie ein Telefonmast oder 5 übereinander gestapelte Garagentore sind. Das sind dann aber die Remplerrosen oder Schlingrosen, die mit ihren langen Trieben in Bäume wachsen und sie oder auch ganze Häuserfassaden in ein Blütenmeer verwandeln können und so das Rüstzeug haben, den Garten in einen märchenhaften, romantischen Park zu verwandeln. Beide, Remplerrosen und Kletterrosen, werden oft einheitlich als Kletterrosen bezeichnet, obwohl beide sehr unterschiedlich wachsen. Die kleineren Kletterrosen sind eher für Pergolen, Gartenhäuschen oder Torbögen geeignet. Und es gibt sicher keinen Garten, in dem nicht auch noch eine solche Kletterrose Platz hätte. Die kleinsten wachsen notfalls sogar in einem Kübel auf dem Balkon. Kletterrosen haben sogar eine eigene Klettermethode entwickelt. Denn sie sind eigentlich Spreizklimmer. Im Gegensatz zu den Remplern und Rankpflanzen wie etwa Clematis oder den Haftpflanzen wie wildem Wein. Kletterrosen kommen in die Höhe, indem ihre langen Triebe sich verspreizen. Sie verhaken sich mit Hilfe ihrer Stacheln und verholzten Triebe, die kreuz und quer wachsen in Bäumen oder in Ranggerüsten und bekommen so mit der Zeit einen stabilen Halt. Hilft man ihnen und bindet sie die ersten Jahre an, freuen sie sich aber trotzdem sehr und sie wachsen umso schneller nach oben oder auch gerne an einem Gartenzaun entlang. Das gleiche gilt in etwa auch für die Rempler. Sie brauchen als Starthilfe ein Seil, das ihre langen Triebe vom Boden aus hinauf in den Baum und zu den ersten Ästen leitet. Danach kommen sie alleine klar. Geblüht wird bei beiden, den Kletterrosen und den Remplern, in Weiß, Rot, Gelb, Orange und allen Farbschattierungen dazwischen. Es gibt sie mit gefüllten, halbgefüllten und ungefüllten Blüten, mit und ohne Duft. Der Name Remplerrose kommt vom Englischen to ramble, umherschweifen, und das tun sie auch. Mit ihren langen Trieben hüllen sie oben angekommen Bäume, Häuser und alles ein, was ihnen in die Quere kommt. Nicht ganz so stark wachsend sind die öfter blühenden Rempler. Das sind Rempler für kleinere Bäume oder kleinere Grundstücke. Während Remplerrosen schon älter sind, sie wurden im 19. Jahrhundert gezüchtet und es gibt mittlerweile ungefähr 170 Sorten, sind die viel kleiner wachsenden Kletterrosen oder englisch Climber, so werden sie auf den Baumschulen und Gärtnereien genannt, eher modern und noch nicht so lange auf dem Markt. Die Kletterrosen sind geeignet für Ranggitter, Wände, Obelisken oder Zäune. Und genau genommen können sie auch gar nicht richtig klettern als Spreizklimmer. Denn sie finden von alleine eher schlecht Halt und werden deshalb am besten die erste Zeit angebunden. Sie sind zweitens eigentlich nur Strauchrosen mit langen Trieben. Sie sind überhaupt eine Mutation aus Teehybriden, die wiederum eine Kreuzung aus Teerosen und den historischen Rosen sind. Während die Rempler durch Einkreuzung der chinesischen Büschelrose und der Bishura-Rose entstanden. Wer mehr über die komplizierten Kreuzungsverhältnisse der Rosen wissen möchte, unten sind die Links dazu. Kletterrosen wachsen nicht so hoch wie ihre Kollegen die Rempler, aber dafür sind sie meistens öfter blühend. Remontierend wird das genannt und ihre Blüten sind auch deutlich größer als die der Remplerrosen.
Kletterrosen können mehrere Jahrzehnte alt werden. Die älteste Rose der Welt wächst übrigens in Hildesheim. Es ist der 1000-jährige Rosenstock und er begrünt einen Teil des Hildesheimer Doms. Unten ist auch dazu ein Link. Wer unterschiedliche Kletterrosen und Rempler in seinen Garten pflanzt, kann so auch die Blühzeit verlängern. Denn jede Rose blüht zu einer anderen Zeit. Und so blüht nacheinander in jeder Ecke des Gartens auch mal eine Rose. Die Zaunrübe. Sie ist die einzige Vertreterin der Kürbisgewächse, die hier in unseren Breitengraden heimisch und winterhart ist. Denn alle anderen Kürbisgewächse, zu denen zum Beispiel auch Gurken oder Wassermelonen gehören, überleben den Winter hier nicht, weshalb sie jedes Jahr neu angepflanzt werden. Trotzdem, auch ihre Blätter sterben im Winter ab. Aber aus der unterirdischen Rübe, die sie bildet, treibt sie im Frühjahr wieder neu aus. Bis zu 4 Meter wächst sie in die Höhe und mit Hilfe ihrer korkenzieherartigen Ranken findet sie guten Halt an Ästen oder Zäunen. Die Zaunrübe wächst gerne an warmen, sonnenbeschienenen Plätzen, an Wald- und Heckenrändern, in Weinbergen oder an Mauern und, wie ihr Name verrät, an Zäunen. Sie gilt hier als Unkraut, ihre kleinen, weiß-grünlichen Blüten bieten aber reichlich Nahrung für Insekten. Für die einheimische Zaunrüben-Sandbiene, die 2015 die Wildbiene des Jahres war, ist die Zaunrübenblüte sogar die einzige Futterpflanze. Ohne die Zaunrübe würde diese Biene hier nicht überleben. Vögel lieben später im Herbst ihre Beeren und es gibt sogar zwei Zaunrübenarten, die hier wachsen. Nämlich die rotfrüchtige Zaunrübe und die weiße Zaunrübe. Die rotfrüchtige Zaunrübe hat, wie man das bei diesem Namen natürlich erwartet, im Herbst rote Beeren. Und die Beeren der weißen Zaunrübe sind schwarz. Warum sie dann weiße Zaunrübe heißt, ergibt keinen Sinn. Aber giftig für Menschen und viele Tiere außer den genannten sind beide und zwar in allen Teilen. Will man die Zaunrübe im Garten loswerden, reicht es nicht, die Triebe auszurupfen. Man muss die Rübe, der sie ihren Namen verdankt und die bis zu einem halben Meter tief in der Erde sitzen kann und bis zu 2,5 Kilo schwer werden kann, ausgraben. Denn aus ihr treibt die Zaunrübe sonst immer wieder neu aus. Am besten trägt man dabei auch Handschuhe, denn alleine die Berührung der Rübe kann schon allergische Reaktionen auf der Haut auslösen. Verletzt man die Rübe, tritt ein weißer Milchsaft aus, der ebenfalls eine allergische Reaktion mit Pusteln und Rötung auslösen kann. Sehr giftig sind die Beeren. 6 bis 8 Beeren reichen aus, um Magen-Darm-Beschwerden mit Krämpfen und Durchfall auszulösen. 40 Beeren sind für Menschen tödlich. Trotzdem ist die Zaunrübe auch eine alte Heilpflanze. Griechen und Römer verwendeten sie bei Gicht, Rheumabeschwerden oder Epilepsie. Gegen Verstopfung trank man schlückchenweise Bier, in dem Zaunrübenwurzeln eingelegt waren. Und auch heute noch wird sie in der Homöopathie eingesetzt bei Schmerzen und Entzündungen der inneren Häute, wie Rippenfell, Bauchfell oder Gelenkinnenhaut, Leber- oder Gallenblaseprobleme. Der Wirkstoff nennt sich dann Pri, abgeleitet vom lateinischen Namen der Zaunrübe, und wird in D3, D6 oder D12 potenziert eingenommen. Eine neuere Studie fand heraus, dass Wurzelextrakte der weißen Zaunrübe eine Antitumorwirkung haben. Allerdings gilt das für Bryonia aspera, die in Asien und Afrika heimisch ist. Aus den Rüben wurden einst auch Figuren geschnitzt, die Hexen vertreiben sollten und Glücksbringer waren. Und außerdem täuschte man mit ihnen, nachdem sie in Form geschnitten waren, die Wurzeln der Alraunen vor, die der Form nach auch der Ginsengwurzeln ähneln und menschenähnlich aussehen.
Interessant sind auch die Ranken der Zaunrübe. Sie sehen zuerst aus wie viele andere Ranken auch und ähneln Schmetterlingsfühlern. Und genau das machen sie auch. Sie fühlen oder tasten sich vor zu einem Ast oder einem Seil, umschlingen es einmal und bilden dann eine stabile und trotzdem sehr elastische korkenzieherartige Verbindung. Unten habe ich dazu mal ein interessantes Zeitraffer-Video verlinkt. Das war's zu den Zaunrüben und Kletterrosen, zwei völlig unterschiedliche, aber doch interessante Pflanzen. Ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal bei Geh wie Garten. Tschüss!